So, wir haben noch hier noch mal eine Wortmeldung. Die Katja wollte gerne noch was sagen. Ja, hinter mir. Ja, hallo. Ich bin Katja, komme nicht aus Braunschweig und ich möchte jetzt auch was ganz anderes thematisieren, und zwar das Thema Überwachung. Liebe Überwachte und Abgehörte, Angela Merkel, treten Sie zurück, und zwar sofort. So oder ähnlich könnten die Titelseiten unserer Zeitung aussehen, wenn die NSA und der BND, haben Politiker und die Wirtschaft nachweislich seit gut 10 Jahren abgehört. Welche Folgen hat dies für uns als Gesellschaft und unser Land bedeutet, wissen wir nicht. Wie auch? Denn die Aufklärung wird mit allen Mitteln der Bundesregierung bisher totgeschwiegen. Wieso bleibt der Aufschrei aus? Warum spielen die Medien nicht verrückt? Diese neuerliche BND-NSA-Affäre ist weitaus größer als die Watergate-Affäre oder die Agentenaffäre um Willy Brandt. Und sie mussten zurücktreten. Warum hat uns der BND und die NSA und Angela Merkel bewusst belogen? Warum wird jede Art von Aufklärung verhindert? Oder warum agieren unsere Geheimdienste weltweit unter jedwede Kontrolle? Und warum lassen sich das Staatsdiener und Bevölkerung dies gefallen? Zum einen fällt auf, dass in vielen Foren im Internet die Bevölkerung sich ihren Unmut Luft macht und es nichts passiert. Zum anderen fühlen sich viele in ihrer Politikverdrossenheit hilflos ausgeliefert und versuchen nicht einmal mehr etwas zu ändern. Was wir bisher zur Abhöraffäre dank Edward Snowden wissen, ist, dass wir systematisch abgehört und Informationen gefiltert werden. Gute Beispiele hierfür sind... zum Beispiel Google oder Facebook und alle anderen sozialen Netzwerke, die es im Internet gibt. Sobald wir durch unseren PC erkannt werden, werden wir nur noch auf uns genau zugeschnittene Informationen erreichen. Dies bedeutet, dass Google für uns entscheidet, welche Internetseiten uns vorgeschlagen werden, wenn wir eine Suchanfrage an Google richten. Dies hat nichts mehr mit einer freien und eigenständigen Meinungsbildung in einem freien und unabhängigen Internet zu tun. Letztendlich bedeutet dies das Einbüßen unserer Demokratie. Denn durch diesen Umstand sind wir, jeder Einzelne von uns und auch wir als Gesellschaft, kontrollierbar. Wer also wirklich glaubt, er oder sie habe nichts zu verbergen und diese Macht des Internets wird nicht gegen ihn genutzt, der sollte sich die Frage gefallen lassen, warum das Bundeskanzleramt, der Bundesinnenminister Thomas de Maizière oder Angela Merkel bis heute schweigen. Worum geht es also? Es geht um Machterhalt bisheriger Strukturen in unserem Wirtschaftssystem. Denn wenn man sich das Internet und die Aufgabenfelder des Verfassungsschutzes und des Innenministeriums der vergangenen Jahre ansieht, ist auffällig, dass ein weitaus größerer Bereich der Überwachung überwacht wird, und zwar, das ist die politische linke Szene. Betrachtet man das Problem international, so wird ganz offensichtlich, dass nicht nur Deutschland in nächster Zeit eine strukturelle Veränderung des Systems bevorsteht, sondern dass auch einige weitere politische Köpfe noch rollen werden. Vielen Dank. Danke. Ich hatte auch ein bisschen was vorbereitet, aber es ist jetzt schon so viel davon gesagt worden. Aber trotzdem möchte ich da noch ganz kurz ein paar Worte drüber verlieren. Kannst du das mal eben kurz... Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ich schwöre, seinen Nutzen mehren. Jeder von uns.
uns hat ja wahrscheinlich schon mal den Eid der Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin jetzt schon mal gehört. Und wir haben ja heute auch darüber gesprochen, Marx sagte auch, die Kanzlerin, ja, natürlich brauchen die ein starkes Volk hinter sich, damit sie überhaupt was tun. Ja, klar, gehe ich mit konform. Geil. Aber auf der anderen Seite, wofür steht die Bundesregierung? Wofür steht unsere Kanzlerin? Und worauf leistet sie tatsächlich den Eid? Gar nichts. Ist jemand gerade jetzt bei dem Eid, den wir gehört haben, irgendetwas aufgefallen an dem, was sie gesagt hat? Ja. What? Deutsche Sprache ist eine präzise Sprache, ganz genau. Früher mussten gab es einige Länder, ich frage mich jetzt nicht welche, aber es gab einige Länder, da mussten die Menschen, wenn sie ihre Doktorarbeit geschrieben haben, in Deutsch die Arbeit schreiben, weil Deutsch eben halt so präzise alles zum Ausdruck bringt. Ich könnte Deutsch nicht mehr. Aber was ist euch eventuell aufgefallen? Was hat sie denn, worauf hat sie denn geschworen? Was sagst du, Angela? Dass wir weiterhin möglichst viel Nutzen bringen. Ja. Wir sind die Dummen. Hat sie? Wir sind die Dummen. Sie hat gegen das Volk gesprochen. Gegen. Wir sind die Dummen. Was mir aufgefallen ist, ist das genau, was Angela eben gesagt hat. Die Dummen. Sie schwört nicht darauf, den Nutzen für das deutsche Volk zu mehren, sondern den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. Jetzt frage ich euch einfach, wem nutzen wir? Für wen soll dieser Nutzen denn sein? Für wen soll dieser Nutzen denn gemehrt werden? Worauf schwört sie denn da? Du musst vielleicht nochmal hören. Alles schwört sie. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Das ist Deutschland! Das ist Deutschland! Und genau, denke ich mal, da sollten wir darauf achten. Genau um diesen Nutzen geht es nämlich. Wem nutzen wir denn? Und wem nutzt im Moment diese gesamte Politik? Wem nutzen die Unruhen, die stattfinden? Wem nutzen die Unruhen in der Ostukraine, in der Ukraine? Was nutzen die Unruhen, egal wo auf der Welt, überall, wo die Unruheherde sind? Und wenn ich mir dann dieses Interview von, ich glaube, George hieß er mit Vornamen, Freeman, anhöre, der sagt, dass Amerika schon seit 100 Jahren dagegen kämpft, dass Deutschland und Russland sich aneinander annähern, dass das die größte Gefahr für Amerika ist, für den Imperialismus natürlich von Amerika, dann ist das irgendwo klar, wem das nutzt. Und da erfüllt unsere Bundeskanzlerin leider total ihre Aufgabe und sie macht genau das, worauf sie geschworen hat. Jawohl! Und das ist das, wir müssen einfach darauf hören, was die Menschen uns sagen. Was sie sagen uns alles. Ja. Aber wir hören es nicht. Ja. Dass wir nicht souverän sind, Gysi sagt es im Bundestag. Dass wir nicht souverän sind, sagt Schäuble vor dem Bankenkongress. Hamann hat sich nicht gesehen. Dass wir keine Bundesregierung haben, sagt Gabriel im Bundesparteitag der SPD. Sie sagen uns alles. Und wie gesagt, und wenn man sich diesen Schwur der Bundeskanzlerin anhört, dann muss man sich wirklich einfach Fragen stellen, für wen arbeitet sie. Und deswegen habe ich da so eine klein bisschen andere Einstellung. Ich glaube nicht, dass sie nur auf uns warten. Und ich glaube schon, dass es gesteuert ist momentan mit der BND-Affäre. Genau deswegen, weil es in den Mainstream-Medien auftaucht, genau deswegen, weil es im Spiegel als Titelbild auftaucht. Ich glaube, die Pegida-Bewegung, eine gesteuerte Bewegung war, sonst wäre sie nicht in allen Medien gewesen, 10-mal am Tag rauf und runter.
immer wenn die Mainstream-Medien das senden, dann können wir davon ausgehen, dass es gewollt ist, dass es genau so gewollt ist. Und es ist momentan gewollt, dass gegen die jetzige Regierung Stimmung gemacht wird. Und ich denke auch, weil sie diese Friedenspolitik angeschoben haben, ohne den Amerikanern ein Händchen zu nehmen und mitzunehmen zu den Friedensverhandlungen. Und jetzt zeigt Amerika mal wieder so ein bisschen die Muskeln. Mal gucken, wie weit sie gehen. Nur jetzt zu rufen, Merkel weg und Steinmeier weg und wie sie halt alle heißen, de Maizière und so weiter. Die, die danach kommen, werden nicht besser sein. Und die werden, wenn, dann werden das wieder, oder da werden es eher Leute sein, die den Krieg noch mehr befürworten. Die noch mehr die Unruhen haben wollen, die noch mehr das amerikanische System unterstützen wollen. Und ich habe auch nichts gegen die Amerikaner, genau wie Marc das eben gesagt hat. Ich bin selber Nordamerikaner, Kanadier und also von daher, das sind zum Teil sogar meine Landsleute. Ich habe nichts gegen die Menschen, aber eben halt gegen das Regime, gegen den Imperialismus, der geführt wird und dass wir dafür hier verheizt werden. Ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen, hört mal auf die Sprache, hört auf das, was sie uns sagen, hört auf das, auf das die Kanzler schwören. Und dann versteht ihr vielleicht ein bisschen, was hinter den Kulissen tatsächlich so abgeht. Das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Danke.